Der Mensch war ursprünglich mit edlen Kräften und einem ausgewogenen Geist geschaffen worden. Er war in seinem Wesen vollkommen und mit Gott im Einklang. Seine Gedanken waren rein, seine Ziele heilig. Aber durch Ungehorsam wurden seine Kräfte verdorben und Selbstsucht nahm den Platz der Liebe ein. Seine Natur wurde durch die Übertretung so geschwächt, dass er aus eigener Kraft der Macht des Bösen unmöglich widerstehen konnte. Er wurde von Satan gefangen genommen und wäre es für immer geblieben, hätte Gott nicht in besonderer Weise eingegriffen. Das Ziel des Versuchers war es, Gottes Plan in der Erschaffung des Menschen zu vereiteln und die Erde mit Leid und Verderben zu füllen. Und dann würde er auf all das Böse zeigen und sagen, es sei das Ergebnis davon, dass Gott die Menschen geschaffen hatte. In seinem sündlosen Zustand lebte der Mensch in enger, freudiger Verbindung mit Gott, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Doch nachdem er gesündigt hatte, konnte er an der Heiligkeit keine Freude mehr finden und versuchte, sich vor der Gegenwart Gottes zu verstecken. Das ist noch immer der Zustand des unerneuerten Herzens. Es lebt nicht im Einklang mit Gott und findet keine Freude an der Gemeinschaft mit ihm. Der Sünder könnte in der Gegenwart Gottes nicht glücklich sein. Er würde vor der Gesellschaft heiliger Wesen zurückschrecken. Würde ihm erlaubt, den Himmel zu betreten, würde er dort keine Freude empfinden. Die selbstlose, uneigennützige Liebe, die dort herrscht, wo jedes Herz die unendliche Liebe des Herzens Gottes erwidert, würde in seiner Seele keine Saiten zum Schwingen bringen. Seine Gedanken, seine Interessen, seine Motive wären völlig anders als die der sündlosen Bewohner. Er wäre ein Misston in der Melodie des Himmels. Der Himmel wäre für ihn ein Ort der Qual und er würde sich wünschen, vor Gott verborgen zu sein, der das Licht des Himmels ist und die Freude seiner Einwohner. Niemals können wir durch eigene Anstrengung aus dem Sumpf der Sünde herauskommen, in den wir gesunken sind. Unsere Herzen sind böse, und wir können sie nicht ändern. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Erziehung, Kultur, der Einsatz des Willens, menschliche Anstrengung, sie alle haben ihren angemessenen Bereich, aber hier sind sie machtlos. Sie mögen ein äußerlich korrektes Verhalten hervorbringen, aber sie können das Herz nicht ändern. Sie können die Quellen des Lebens nicht reinigen. Es muss eine Kraft von innen heraus wirken, ein neues Leben von oben, ehe der Mensch der Sünde zur Heiligkeit verändert werden kann. Diese Kraft ist Christus. Seine Gnade allein kann die verkümmerten Fähigkeiten des Menschen wiederbeleben und zu Gott, zur Heiligkeit ziehen. Der Heiland sagte, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn er nicht ein neues Herz erhält, neue Wünsche, Ziele und Motive, die zu einem neuen Leben führen, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Gedanke, man brauche nur das Gute in der Natur des Menschen zu entwickeln, ist eine verhängnisvolle Täuschung. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Von Christus steht geschrieben, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, der einzige Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, indem wir gerettet werden sollen. Es reicht nicht aus, die Barmherzigkeit Gottes wahrzunehmen, die Güte und väterliche Liebe seines Wesens zu erkennen. Es genügt nicht, die Weisheit und Gerechtigkeit seines Gesetzes zu erkennen, zu sehen, dass es auf dem ewigen Grundsatz der Liebe gegründet ist. Der Apostel Paulus sah das alles, als er ausrief, »Ich stimme dem Gesetz zu, dass es gut ist.« Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber in seiner bitteren Seelenqual und Verzweiflung fügte er hinzu,
Ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Er sehnte sich nach der Reinheit, der Gerechtigkeit, die er aus sich selbst heraus nicht erreichen konnte, und er rief aus: O, ich elender Mensch, wer kann mich erlösen von diesem Todesleib? Dieser Schmerzensschrei kam schon zu allen Zeiten aus beladenen Herzen in aller Welt. Und für alle gibt es nur eine Antwort: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Diese Wahrheit versuchte der Geist Gottes durch viele verschiedene Bilder zu veranschaulichen und sie den Menschen verständlich zu machen, die sich danach sehnen, von der Last der Schuld befreit zu werden. Als Jakob nach seinem Betrug an Esau aus dem Haus seines Vaters floh, wurde er von Schuldgefühlen tief niedergedrückt. Einsam und ausgestoßen wie er war, getrennt von allem, was ihm das Leben lieb gemacht hatte, war der eine Gedanke, der seine Seele mehr als alles andere bedrängte, die Angst, dass seine Sünden ihn von Gott getrennt hatten, dass er vom Himmel verlassen sei. In seiner Traurigkeit legte er sich auf die nackte Erde, um zu ruhen. Um ihn herum nur einsame Hügel und über ihm der Himmel in seiner Sternenpracht. Als er schlief, durchbrach ein seltsames Licht seinen Traum. Von der Ebene, auf der er lag, schien eine riesengroße, schattenhafte Treppe direkt zu den Toren des Himmels hinaufzuführen. Und auf ihren Stufen stiegen die Engel Gottes auf und ab, während man aus der Herrlichkeit darüber die göttliche Stimme mit einer Botschaft des Trostes und der Hoffnung hörte. So wurde Jakob gezeigt, was die Not und Sehnsucht seiner Seele stillte: ein Erlöser. Froh und dankbar sah er nun einen Weg, durch den er, ein Sünder, wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückgebracht werden konnte. Die geheimnisvolle Leiter in seinem Traum stellte Jesus dar, die einzige Möglichkeit der Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Auf das gleiche Bild bezog sich Christus in seiner Unterhaltung mit Nathanael, als er sagte: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Als die Menschen von Gott abfielen, entfremdeten sie sich von ihm. Die Erde wurde vom Himmel getrennt. Über die Kluft hinweg, die nun zwischen ihnen lag, war keine Gemeinschaft möglich. Aber durch Christus wurde die Erde wieder mit dem Himmel verbunden. Durch seine eigenen Verdienste hat Christus den Abgrund überbrückt, der durch die Sünde entstanden war, sodass die dienenden Engel mit den Menschen in Verbindung treten können. Christus verbindet den gefallenen Menschen in seiner Schwäche und Hilflosigkeit mit der Quelle unendlicher Kraft. Aber all die Träume der Menschen vom Fortschritt, all die Bemühungen, die Menschheit zu bessern, sind vergeblich, wenn sie die einzige Quelle der Hoffnung und Hilfe für die gefallene Menschheit nicht beachten. Jede gute Gabe und jede vollkommene Gabe kommt von Gott. Ohne ihn kann ein Charakter niemals wahrhaft schön sein. Und der einzige Weg zu Gott ist Christus. Er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das Herz Gottes sehnt sich nach seinen irdischen Kindern mit einer Liebe, die stärker ist als der Tod. Indem er seinen Sohn gab, hat er den ganzen Himmel in diesem einen Geschenk für uns ausgeschüttet. Thank you.
wie wunderbar ist dieses erstaunliche, unglaubliche Opfer, das für uns gebracht wurde. Wie sehr sollten wir die Mühe und Energie wertschätzen, die der Himmel einsetzt, um die Verlorenen zu gewinnen und zurück ins Vaterhaus zu bringen. Niemals könnten stärkere Motive und mächtigere Mittel aufgewendet werden. Das Geschenk des ewigen Lebens, dazu noch die unermessliche Belohnung für rechtes Handeln, die Freude des Himmels, die Gesellschaft der Engel, die Gemeinschaft und Liebe Gottes und seines Sohnes, die Veredelung und Weiterentwicklung all unserer Kräfte durch ewige Zeitalter hindurch, sind das nicht gewaltige Anreize und Ermutigungen, unserem Schöpfer und Erlöser unsere Herzen in liebendem Dienst zu weihen? Auf der anderen Seite werden uns in Gottes Wort seine gegen die Sünde angekündigten Urteile, die unentrinnbare Strafe, die Entartung unseres Charakters und die letztendliche Vernichtung vor Augen geführt, um uns davor zu warnen, Satan zu dienen. Sollten wir Gottes Barmherzigkeit nicht wertschätzen? Was könnte er noch mehr tun? Suchen wir doch die rechte Beziehung zu ihm, der uns mit so wunderbarer Liebe geliebt hat. Nehmen wir doch die Mittel in Anspruch, die er uns anbietet, damit wir in sein Ebenbild umgewandelt werden, wieder Umgang mit den dienenden Engeln haben und in Harmonie und Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn sind.